Okay, ich will es so kurz wie möglich machen. Ich bin weg. Ich verabschiede mich von Köln, von Deutschland, von meinen Freunden. Mit diesem Video hier auch erstmal von euch. Denn ich will was Neues beginnen. Ich habe die letzten Wochen jetzt fast alles, was ich besitze, weggeworfen oder verschenkt. Ich habe meine Wohnung in Köln aufgegeben, mich von so ziemlich allem gelöst, was mich die letzten Jahre an irgendwas gebunden hat. Und bis auf ein paar Möbelstücke führe ich ab jetzt auch mein gesamtes Leben und alle Dinge, die ich dafür brauche, mit mir rum und starte eine Reise ins absolut Ungewisse. Oder wie sich für mich eigentlich viel mehr anfühlt, in die Freiheit. Ich mache jetzt seit 7 Jahren Vollzeit Social Media. Die ersten 5 Jahre davon war mein Leben YouTube. Und als ich dann gemerkt habe, dass mein Herz sich danach sehnt, mehr Kunst und Musik zu machen, dachte ich mir erst, dass ich das mit Video mache. Kennt ihr den Chat? Also der Name sagt mir auf jeden Fall was. 834.000 Abonnenten. Ich weiß aber gerade nicht, wo ich den einordnen soll, Digga. Der Name sagt mir was, aber ich weiß nicht, woher ich den kenne, den Bruder. Ja, irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört. Machen bestimmt easy unter den Hut bekommen. Naja, falsch gedacht. Die letzten 2 Jahre meines Lebens waren wirklich ein absolut stetiger innerer Konflikt zwischen ich will tun, was ich liebe und ich muss weitermachen, Leistung bringen, ich darf mir keine Pausen nehmen. Der Algorithmus bzw. die Algorithmen müssen ununterbrochen gefüttert werden. Und muss ich aber ehrlich sagen, fühle ich ein bisschen, Digga. Ich meine, mir macht es Spaß, was ich gerade mache, aber ich kann das komplett relaten, Digga, weil als YouTuber hast du halt wirklich so einen Druck, das zu machen, was den Leuten gefällt und halt du kannst gefühlt nie aufhören. Wisst ihr, wie ich meine? Darfst nie eine Pause machen, Digga. Unterm Strich bin ich auf nichts, was ich 2001... Du bringst nie Motovlogs, also was laberst du? Das ist eine Lüge. ...ich rausgebracht habe, so richtig stolz. Ich hatte schon irgendwie Spaß und fand die ganzen Projekte und Aktionen, die wir gemacht haben, auch irgendwo witzig, aber es war alles in erster Linie einfach... Einfach um das Hamsterrad weiter zu befeuern, irgendwas hochzuladen, die Kanäle am Leben zu halten. Und ich finde diese Entwicklung von Social Media in den letzten Jahren letztendlich einfach nicht gut. Immer mehr Output, längere Watchtime, Hauptsache Masse. Es geht in meinen Augen immer weniger darum, was Kreatives, Eigenes zu erschaffen, sondern mehr und mehr darum, irgendeine Maschinerie zum Funktionieren zu bringen oder... Das kann man bei mir nicht sagen, Chat. Wenn meine Videos Kunst sind. ...der Welt irgendwie vorzuspielen, dass man das geilere Leben lebt als die andere Person. Und dass das sowohl für einen selbst als auch für alle, die das danach anschauen, einfach längst nicht mehr gut oder gesund ist, merken die so langsam, glaube ich, alle. 2021 war trotzdem ein extrem wichtiges und insgesamt trotzdem auch gutes Jahr für mich, in dem ich viele innere Baustellen bearbeiten konnte, persönlich wachsen konnte, wichtige Erfahrungen sammeln und auch neue Leute kennenlernen konnte, dass ich mich jetzt endlich wirklich bereit dazu fühle, diesen neuen Step mit in ganzem Herzen zu wagen. Ich ziehe mich komplett zurück. Ich will mir einfach endlich mal richtig Zeit nehmen. Zeit, um was zu kreieren, was mich einfach flasht. Was, wofür ich selber wieder brenne. Ich will einfach wieder insanely fucking proud auf den Shit sein, den ich raushaue. Und mit jedem kleinen Fetzen an Hingabe und Akribie, der in mir steckt, einfach genau das erschaffen, wovon ich schon immer geträumt habe. Ich habe keine Ahnung, was jetzt erstmal passieren wird. Ich habe keine Ahnung, wie lange es brauchen wird. Vielleicht 3, vielleicht 6, vielleicht 12 Jahre. Spaß, Monate, hoffentlich. Aber mal sehen, es wird sich dann zeigen. Es ist einfach nicht unversucht lassen. Ich will es nicht nie riskiert haben. Ich fühle mich ready. Ich habe Bock. Die Reise beginnt genau jetzt und ich will erst zurückkommen, wenn ich wirklich zufrieden bin. Ich will mich freimachen von dem Druck, regelmäßig was posten zu müssen. Aber wenn ich Bock habe, dann hau ich vielleicht doch einfach mal irgendwas raus. Gebe ein paar Einblicke in die Reise oder den ganzen künstlerischen Prozess. Mal schauen. In dem Moment jetzt möchte ich an der Stelle auch nochmal nutzen, um Danke zu sagen. Danke, dass ich mit euch, mein Traum, YouTuber zu sein, zu 1000% leben durfte. Mit allem, was ich mir zu Schulzeiten auch nur irgendwie hätte vorstellen können. Und noch so unfassbar viel mehr. Danke an alle Menschen, die mich auf dem bisherigen Weg begleitet haben, unterstützt haben, mir Kraft und Halt. What the fuck? Was ist denn das, Digga? Hä? Was ist denn das, Junge? Transformers. Haben. Danke an euch, die Community, für 7 Jahre, über 7 Jahre an meiner Seite. Sei es auf YouTube oder Instagram, TikTok. Danke für jeden einzelnen Kommentar, für die ganze Liebe, die ich immer von euch bekommen habe. All die Freude, es war einfach eine unfassbare Zeit. Ich hoffe, ich konnte auch irgendwie euer Leben ein bisschen bereichern. Ich freue mich jetzt schon drauf, euch eines Tages dann endlich wieder so richtig zu abonnieren. Okay, das Ende kam jetzt sehr unerwartet, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber trotzdem, endlich. Crazy, dass der den Move, den Step macht. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute, Digga. Ich hoffe, der findet sich und kommt zurück stronger than ever. Ja, und ey, wie gesagt, ich kann das Ganze schon so ein bisschen relaten. Weil ich glaube, bei vielen YouTubern ist es so, die fangen an, YouTube zu machen mit aus einem Hobby quasi. Machen es dann, dann kommt Geld ins Spiel, so, man verdient mehr Geld, man hat noch angestellt, man hat eine Firma, dann musst du ja irgendwie das machen, was gut läuft, dann fühlst du dich ein bisschen gezwungen, dann entwickelst du dich weiter, hast vielleicht irgendwie Bock auf andere Sachen, so, und deswegen kann das auf jeden Fall schon gut relaten. Und dann ist es, glaube ich, auch nicht leicht zu sagen, yo, ich lasse es jetzt erstmal sein und mach was komplett anderes. Wisst ihr, wie ich meine? You know what I'm saying? Shit. Diese dummen, perfekt. Ich höre auf V. Ideo es kotzen so an. Komisch, dass gerade 20% von YouTube aufhört und im März kommen die wieder an. Nur Moji bleibt.
nur Moji. Moji, ich liebe dich, Hupsi, das ist schnell eskaliert. Für Hupsi, Digga. Ja, also kann ich nachvollziehen, warum du die dumm findest oder warum du dich ankotzen, die Videos. Das sieht jetzt für mich nicht aus nach einem Promo-Move oder so. Danke trotzdem für den Fünfer, Bruder. Und ja, nur Moji bleibt richtig. Weil, Chat, ich bin auch einfach ein aktiver Hustler. Ich bin für euch da. Ich mach keine Pausen. Bei mir wird nur gehustelt und gearbeitet, Chat. Damit ihr wisst, was hier abgeht. You know what I'm saying? Wenn ich was anpacke, dann wird's doch durchgezogen.